Hallo und herzlich willkommen zu den Technik-News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Ja, ihr seht richtig, ich stehe hier gerade im Anzug am Strand beim Sonnenuntergang. Das soll aber jetzt aber nicht das Thema sein. Nikon hat ein neues Objektiv rausgebracht, nämlich das 28-400mm Objektiv Blende 4 bis Blende 8.0. Was ich davon halte, die ganzen Tests, die ich mir darüber angeguckt habe, haben so den Eindruck gegeben, dass es halt eine tolle Range ist. Es könnten zwar auch noch 24mm sein, aber das war jetzt auch noch okay. Aber viele haben halt wirklich diese Range bis 400mm wirklich sehr gut gefunden. Was man jetzt von der Bildqualität sagen kann, ist, es ist offensichtlich noch nicht so gut und man müsste halt noch etwas abblenden. Wie halt eigentlich bei jedem Objektiv. Nur das ganze Blöde ist halt jetzt noch dabei. Es ist halt schon Blende 4 bei 28mm und Blende 8.0 bei 400mm. Muss man sich auch mal denken. Wenn es schon ein bisschen bewölkt ist, eher nur bei hohem ISO fotografieren, was ja eher nicht so toll ist, dann sollte man sich lieber ein richtiges, vielleicht 24-70 beim Anfang kaufen. Wenn man das Ganze günstig haben will, ein 28-70, dann mit Blende 2.8 und dann halt noch ein 70-200er oder ein 100-400er, würde ich dann eher dazu raten. Und dann auch noch vor allem bei dem Preis, denn das Ganze kostet über 1.000 Euro und das für ein Kit-Objektiv kennt ich jetzt eher nicht so toll. In den letzten Tagen gab es wirklich sehr, sehr viele Videos über das neue Sigma 50mm mit Blendenöffnung 1.2. Mich freut es immer, wenn neue Objektive rauskommt. Vor allem bei Sigma-Objektiven, denn die versprechen auch immer etwas. Das 50mm 1.2 soll von den ganzen Tests eigentlich ungefähr mit dem Sony mithalten können. Das Sony ist immer nur in jeder Kategorie ein kleines bisschen besser. Aber sonst für den Preisunterschied, das Sony 1.900 Dollar und das Sigma 1.400 Dollar. Hier kann man nichts falsch machen, außer wenn man jetzt eine Alpha 1 hat, wo dann die Frames auf 15 FPS statt auf 30 FPS limitiert werden. Sonst, glaube ich, mit dem Sigma sollte man lieber das Sigma nehmen als das Sony. Das ist jetzt zusammengefasst. Nicht abschalten, es ist noch etwas Neues rausgekommen, was ich auf jeden Fall noch in diese Technik-News mit reinbringen wollte. Als ich heute Morgen nämlich aufgestanden bin, gab es nämlich ein Video von Gerald Polin, der Berichte über die Sony Alpha 1 Mark II, die Canon R1 und die Nikon Z6 III veröffentlicht hat. Und da ich selber keine weiteren Infos darüber gefunden habe im Internet, mag ich das Ganze jetzt auf sein Video basierend. Und das sollen jetzt auch nicht nur irgendwelche langweiligen Rumors sein wie bisher. Nee, die Kameras sollen jetzt anscheinend heute oder halt jetzt dann in den nächsten Tagen schon verfügbar sein zu kaufen. Denn zwar auch nur wenige, aber immerhin verfügbar. Fangen wir aber, würde ich sagen, erstmal mit der Z6 Mark III an. Die hat immer noch 24 Megapixel, wie auch die vorherige, hat jetzt einen größeren Body bekommen, ungefähr so groß wie die Nikon Z8, eine schnellere Serienaufnahme bekommen, 25 Bilder in der Sekunde, was ich schon beeindruckend finde. Und durch die Kooperation mit Red hat sie jetzt auch phänomenale Aufnahmemodi zum Aufnehmen. Zum Beispiel, sie kann jetzt 4K 120 FPS und Full HD mit 680 FPS. Muss man sich mal denken. Vorher war Full HD bei einer normalen Kamera, wie zum Beispiel bei der A7 IV, nur 120 FPS möglich. 680 ist da schon ein sehr, sehr viel größerer Sprung. Und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, wie teuer soll das Ganze sein? Denn jetzt im Vergleich zu der A7 IV von Sony, die ungefähr momentan 2500, 2.3, 2.1, kriegt man die auch schon mal, kostet die Nikon Z6 III jetzt 3.000 Dollar. Gut, hat die Sony auch ungefähr beim Start gekostet. Ich bin mal gespannt auf die Sony A7 V, die dann bald rauskommen wird, die dann natürlich mit der Z6 III mithalten muss. Man kann sich dazu dann aber auch noch einen Grip bestellen, also diesen Batteriegriff von unten drunter, der kostet dann auch nochmal 400 Euro extra. Wer den dann auch noch haben will, bitte. Kann das dann gerne machen. Kommen wir nun zu der Kamera, auf die ich am meisten gehypt bin, nämlich der Sony Alpha 1 Mark II. Da habe ich jetzt schon so lange drauf gewartet und endlich ist sie jetzt da. Was ich erstaunlich fand und eigentlich sogar fast ein Nachteil ist, dass sie jetzt den Batteriegrip, also den Grip, den es bei der Nikon Z6 jetzt extra erhältlich gibt, jetzt einfach schon dran hat. Das war ja vorher ein Alleinstellungsmerkmal von der Sony Alpha 1, dass sie einfach so klein und sie handlich ist. Jetzt ist sie halt auch schon mit eingebaut, wie halt bei den anderen Flagship-Kameras, der Nikon Z9 und allen anderen. Sie hat auch wieder 48 Megapixel und kann jetzt mit diesem Sensor 90 Bildern in der Sekunde Serienaufnahme machen. Hier muss man dazu erwähnen, der Sensor ist kein Global Shutter wie jetzt in der A9 Mark III. Das Ganze soll aber so schnell sein. Die Dynamic Range war ja bei einem Global Shutter noch nicht so gut. Die hat man dann jetzt hier trotzdem noch. Jetzt wundert ihr euch, 90 Frames, wieso nicht 120 Frames wie in der Sony Alpha 9 Mark III. Das Ganze kann man dann jetzt noch mit einem Abo dazu bestellen. Falls man es also braucht, muss man eben ein Abo dazu
dann halt bestellen und kann das halt einfach nicht so out of the box nutzen. Kommen wir nun zu den Videoaufnahmemodi. Da soll 8K 60 FPS im RAW-Modus verfügbar sein. Und darüber, was sich jetzt wahrscheinlich der Kamera-Conspiracy-Kanal sehr freuen wird, ist 4K 240 FPS. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der bestimmt aufschreien wird. Das Einzige, was er nicht so gut finden wird, ist, dass es einfach eine 7.000-Euro-Kamera ist. Also jetzt 4K mit 240 FPS und das Geile, Full HD mit 960 FPS. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das kommt momentan wirklich an eine Zeitlupenkamera ran. Da muss man sich, würde ich sagen, eigentlich, wenn man jetzt, wenn einem das genügt, keine Zeitlupenkamera mehr verkaufen. Wie gesagt, das Ganze für den Preis von 7.000 Euro. Finde ich okay, war ja auch schon vorher so. Wird mal im Angebot sein für vielleicht auch mal 6.000. Aber gut, das ist erstmal der Preis. In letzter Zeit war auch viel die Rede von der Canon-Flagship-Kamera, die Canon R1. Da gab es viele Gerüchte von, dass sie doch irgendwie schlechter sein wird als sonst. Aber jetzt erstmal hier die vollen Specs. Sie soll 45 Megapixel haben, also wie die Canon R5. Sie hat auch einen Batteriegrip eingebaut. Finde ich jetzt aber hier auch nichts Besonderes, war ja auch schon in der Canon R3 so. Und Serienaufnahmen technisch liegt die ein bisschen hinter der Sony. Da kann sie nämlich nur 60 FPS in der Sekunde, wenn man dann noch halt so das RAW ein bisschen komprimiert, halt 12 Bit RAW oder halt noch ein bisschen weiter mit der Qualität runtergeht, dann ist 90 oder auch 100 Frames die Sekunde möglich in der Serienbildaufnahme. Videotechnisch gibt es hier genau die gleichen Specs wie bei der Sony Alpha 1, also 8K 60 FPS und 4K 240 FPS. Außerdem soll die Canon R1 auch noch einen neuen Autofokus verbaut haben. Ist also jetzt der beste Autofokus, den Canon wahrscheinlich verbaut hat. In der Canon R5, also in auch einer 45-Megapixel-Kamera, gab es bisher Überhitzungsprobleme. Die sollen halt jetzt bei der Canon R1 viel besser sein und man soll damit jetzt keine Probleme mehr haben. Das Ganze soll jetzt für 6.000 Euro erhältlich sein. Und hier muss man wieder dazu sagen, es gibt nur wenige am Anfang erhältlich. Es werden am Anfang erstmal nur Hunderte verkauft. Und wenn man also wirklich jetzt eine frühestens haben will, dann sollte man erstens sehr früh zuschlagen oder halt noch muss man etwas weiter warten, kann dann sich dann auch nochmal die ganzen Reviews dazu angucken. So, jetzt aber wieder zurück zum Video. JBL hat in den letzten Tagen eine neue Lautsprecherreihe rausgebracht. Jetzt nämlich eine Stage-Reihe. Vorher gab es ja die normale Partybox 300 irgendwas. Und 200, was weiß ich alles. Jetzt gibt es das Ganze mit einem Stage-Davor und die Verbesserungen sollen halt einfach Klangverbesserungen und halt jetzt mit einem neuen Akku sein. Jetzt kann man da einfach dann, falls der Akku leer ist, einfach einen neuen reintun und man kann ihn einfach weiter nutzen. Finde ich, ist eine super Neuerung. Das Ganze kann man dann auch als, vielleicht das Ganze Powerbank nutzen, falls das Handy mal leer ist. Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Werde ich jetzt hier einblenden, sonst aber eigentlich was Schönes. Das, was ich auch noch sehr interessant fand, ist die Veröffentlichung von dem Xiaomi 14 Ultra. Das Ganze soll erstmal in Deutschland nicht verfügbar sein. Was die Kamera angeht, worüber ich auch eigentlich hauptsächlich auf diesem Kanal reden möchte, es ist wirklich fotografisch gesehen momentan, glaube ich, sogar besser auch als das iPhone 15 Pro. Was jetzt natürlich auch schon vielleicht auch das Google besser getan hat. Denn ich glaube, fototechnisch kann man schon sagen, dass Android da schon, glaube ich, die Nase vorn hat. Das 14 Ultra hat auch einen manuellen Modus, was das Ganze natürlich dann auch noch mal besser macht für mich als Fotografen, wo ich auch sagen würde, das wäre vielleicht sogar auch noch ein Grund auf Android umzusteigen, denn man kann da einfach die ganzen Einstellungen fotografieren, man kann dann Zeitbelichtung machen, das was ich einfach schön finde. Videotechnisch glaube ich, muss man aber noch sagen, das iPhone ist einfach am abgerundesten. Das Ganze hat Lock und ich glaube, Apple hat da schon ein bisschen mehr noch Erfahrung, was das ganze Video angeht und ich glaube, videotechnisch sollte man dann erst mal noch zu einem iPhone greifen, aber fototechnisch kann man sagen, ist wirklich eine schöne Kamera. Als letztes in den Technik-News wollte ich noch ein Video mit reinbringen, was ich wirklich sehr interessant fand. Das Ganze ging darum, dass man bei der Fotografie eine nicht zu hohe Blende einstellen sollte, weil sonst es unscharf wird. Man hat ja die Sache, man will in der Natur, dass alles von vorne bis hinten scharf ist. Dann stellt man Blende 11, Blende 16, wenn manchmal sogar auch 22 ein und dann hat man alles von vorne bis hinten scharf. Das Ganze ist nur, die Qualität sinkt dabei. Das Ganze hat er erklärt, die beste Schärfe-Performance liegt bei ungefähr bei einem 2.8er Objektiv bei ungefähr 4.0, 5.6, gerade noch 8.0, aber dann sinkt es auch direkt schon wieder und bei Blende 16 hat man dann eher eine geringere Schärferesolution. Fazit, man sollte dann also, wenn man mit einem Ultraweitwinkel fotografiert, aber wenn der Abstand jetzt schon etwas größer ist, lieber mit einer offeneren Blende fotografieren, als dann mit Blende 16, um alles scharf zu haben, denn die Performance ist einfach bei 5.6 besser. So, das war's jetzt aber mit den Technik-News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.